Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part von Princess Peach Showtime. Ja, in der letzten Folge waren wir eine Geheimagentin. War ein bisschen verkackt, weil ich ein bisschen zu doof war. Und wir sind hier aus Versehen schon in dieses Level reingelaufen. Was wir aber jetzt noch nicht machen werden, weil es ein Level mit dem Fechttheater zu tun hat. Und wir erstmal hier rechts das Neue anschauen wollen. Und zwar das verschwundene Relief. So, was kommt hier auf uns zu? Wir schauen es uns gemeinsam an. So, Hallöchen. Alle scheinen sich große Sorgen zu machen. Doch warum? Der große Detektiv dieser Stadt kann schließlich jedes Verbrechen aufklären. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Als wenn mich jemand überfällt. Sofort aufhören. Gib mir dein ganzes Geld und zwar schnell. Halt dich da raus. Nö. Weg mit euch. Ich danke dir, du bist so mutig. Oh mein Gott, wie süß. Ah, sie tanzt einfach. Cute. So, und wo ist die Polizei? Ich will auch was tun. Du hast ohne zu zögern einfach geholfen. Einfach toll. Oh, da ist ein Sternchen. Das Museum ist heute geschlossen. Aber ein Verbrechen wurde angekündigt. Ich werde mir den Fall persönlich ansehen. Ein Hilfsdetektiv wie du schafft das nicht. Geh einfach nach Hause. Oh, der Arme. Das hat keinen Zweck. Allein schaffe ich das nicht. Okay. Müssen wir einfach... Oh, hä? Okay, das hat gerade nicht funktioniert. Aufgeben? Niemals. Ich brauche einen Plan. Würdest du mich bitte begleiten? Klar. Oh. Wieder Coins. Okay, schnell hier hinein. Entschuldigung, ich wollte mir die Coins abholen. Der Detektiv ist zurzeit nicht im Büro. Ich würde so gern helfen. Ach, oh, es gibt ein... Oh, was ist das da oben? Hab ich gerade gewundert, warum geht das nicht an? Ui! Nice. Und ein... Kristall. Klasse, du hast es ja mit Leichtigkeit gelöst. So, holen wir uns die nächste Power. Ui. Detektivin Peach. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Moment, wo ist denn der Hilfsdetektiv hin? Oh, da liegt ja eine Notiz auf dem Boden. Lesen wir doch mal, was darin steht. Ein wahrer Detektiv wird mich finden. Gezeichnet der Hilfsdetektiv. Ah, da sehe ich ihn auch schon. Hallo. Diese Kissen sehen sehr bequem aus. Aha.
gefunden. Danke für den Juwel. Gut, ich glaube, hier ist sonst... Eine Schatztruhe, machen wir sie doch mal auf. Oh, ich dachte, da ist ein Kristall drin. Ich wurde gescammt. Achso, enorm. Einer echten Detektivin wie dir entgeht auch wirklich nichts. Mit einem Geistesblitz kann man interessante Dinge herausfinden. Komm schon, ein Geheimnis wartet darauf, von uns enträtselt zu werden. Los geht's. Irgendwie mag ich das Outfit, aber der Hut ist ein bisschen seltsam. Ihre Haare verschwinden einfach. Oh, eine Detektivin. Bitte, geh gleich hinein. Endlich eine Detektivin. Du kommst genau zur rechten Zeit. Der Kurator erwartet dich im Raum nebenan. Niemand kommt mehr heraus. Dieses Meereslebewesen-Fossil fand man ganz in der Nähe. Hier gab es wohl mal einen Ozean. Ein Relief, das einen Funkelkristall zeigt. Auch in der Vergangenheit hat man sie sehr geschätzt. Ui. Ich wollte mir die Mumien im Raum da hinten ansehen. Hoffentlich kann man da bald rein. Die Mumien rufen mich. Okay. Ist alles an seinem Platz. Sprechen wir zuerst mit dem Kurator. Eine solide Informationsgrundlage ist wichtig. Endlich eine Detektivin, bin ich erleichtert. Auf dem Tipotamien-Relief haben wir eine Notiz mit einer Drohung gefunden. Da steht, wir holen uns das Tipotamien-Relief. Oh, was ein schweres Wort. Betrachtet euch als gewarnt. Wenn dem Relief etwas zustoßen sollte. Was ist denn jetzt los? Ein Stromausfall? Oh. Ah! Oh. Oh nein! Das Relief, es ist weg! Bitte, du musst die Täter finden. Okay. Das Fenster ist verschlossen. Wann, an der sich das Relief gefunden hat, dort steht etwas geschrieben. Und zwar, wir haben das Tipotaminen-Relief gezeichnet, die Sauerdiebe. Das ist nicht gut zu erkennen, doch es handelt sich wohl um eine Skizze irgendwelcher Ruinen. Was soll das nun sagen? Oh, das hat wohl nicht gestimmt. Sei vorsichtig, Peach. Wenn du bei deinem Geistesblitz falsch liegst, verlierst du Herzen. Was soll ich das denn wissen? Was für ein Stromausfall. Während des Stromausfalls ist niemand durch diese Tür gekommen. Ich kann mich kaum bewegen, weil sich dieser Museumswärter an mir festgeklammert hat. Ah, ja. Okay. Ich habe schon wieder Angst, dass ich hier irgendwas verkacke. Oh, hi. Mit dir soll ich reden. Machen wir uns an die Arbeit, Detektivin. Zeugen vernehmen und das Museum erkunden. So erfahren wir, wo die Täter stecken könnten. Es war so dunkel. In der Dunkelheit konnte ich nichts sehen, doch jemand ist in den Raum links von dir gegangen. Wo? Es gab einen Stromausfall. Gruselig. Hoffentlich ist die Mumie nichts passiert. Ja, ich musste kurz einen Cut machen. Entschuldigung. Etwas Geduld, bitte. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bitten noch um etwas Geduld. Yeah. Oh. Eine Steintafel mit uralten Zeichen. Doch, was ist das? Man kann sie wohl bewegen. Hoffentlich ist das jetzt richtig. Yay, super. Hm.
Das ist ein Luftschacht, ob die Täter ihn sich zunutze gemacht haben? Sehen wir einmal nach, wo er hinführt. Warte auf mich! Oh, da ist ein Herz, da ist ein Schlüssel und eine Kiste. Oh! Die Vitrine wurde aufgebrochen. Die hier normalerweise ausgestellten Exponate heißen die Masken der Verwandlungen. Versteht, wer diese Masken trägt, kann sein Aussehen verändern. Aber natürlich, die Täter müssen die Masken gestohlen haben, um sich zu tarnen. Oh, ein Schlüssel in Pickform. Ob wir einen Schloss für ihn finden? Eine Schatztruhe, machen wir sie doch mal auf. Danke. Masken der Verwandlung. Wer diese Masken trägt, kann sein Aussehen verändern. Aha, hier wurden also die Masken ausgestellt. Okay, ja gut, das hatten wir ja schon gerade. Die Schurken müssen hier doch irgendwo sein. Sammeln wir alle Hinweise und machen wir die getarnten Täter ausfindig. So, hier ist aber noch ein Schlüssel. Den nehmen wir natürlich mit. Ein Schlüssel in Karo-Form. Ob wir ein Schloss für ihn finden? Mein Popcorn. Als das Licht ausging, hat mir jemand mein Popcorn geklaut. Wie dreist. Eine der teuren Kameras, die ich hier verkaufe, ist verschwunden. Vor dem Stromausfall war sie noch da. Ich habe nichts Verdächtiges gesehen. Naja, er hat eine Kamera. Wollen wir es mal probieren? Okay, tatsächlich. Du hast ihn also wegen seiner Kleidung und der Kamera durchschaut? Gut gemacht. Ein anderer Dieb ist hier noch irgendwo, aber du findest ihn bestimmt auch bald. Natürlich. Der Typ mit der Sonnenbrille ist auch ein bisschen verdächtig, ne? Welche echt ist? Siehst du die Statue mit der Sonnenbrille? Die ist echt. Statuen zweier großer Drehbuchautoren. Also ich wurde gemeinsam mit einem Film angesehen. Mit nur einer Tüte Popcorn. Statuen zwei. Ja, gut. Durch die Tür hat niemand den Raum betreten oder verlassen. Warum steht hier plötzlich eine dritte Statue? Na ja, gut. I guess. Probieren wir es mal mit der hier. Wird wahrscheinlich falsch sein. Oh, es war falsch. Aber es muss eine von denen sein. Dann du. Bestimmt du, ohne irgendwas. Auch falsch? Oh mein Gott, ich bin ja so schlecht. Als ob es genau die letzte ist. Wenn es jetzt gar keiner ist, wäre es ein bisschen peinlich. Ah, okay. Mann, ich dachte, es ist der Letzte, weil der gar nichts hat. Aha, das war eine Tüte Popcorn zu viel. Du hast eine tolle Detektivarbeit geleistet. Jetzt haben wir sie alle erwischt. Sprechen wir noch einmal mit dem Museumskurator. Ah, wie unangenehm. So, hier hinten ist hier noch was. Nochmal etwas zum Posen. Ah, auch nur Geld. Ich will doch ein Juwel haben. Ein Teil. Gibt's aber nicht.
So, wir gucken uns das hier alles natürlich an. Ah, okay, hier können wir die Schlüssel reinmachen. Und hier ist ein Kristall drin. Oh, da haben wir wohl jemanden rausgeholt. Vielen Dank, zum Glück. So, na dann gehen wir mal raus hier. Die Wahrheit. Sagt uns, wo das Relief ist. Wir wissen nichts. Also, wenn wir dir verraten würden, dass wir es irgendwo im Museum versteckt haben. Aha, es befindet sich also immer noch im Museum? Und, gar nichts weiß ich. Wenn das nicht die Detektivin ist, ich kann nicht reden. Du kommst genau im richtigen Moment. Dank dir konnten wir alle Täter festnehmen. Ein Problem gibt es allerdings. Wir wissen noch immer nicht, wo das Relief ist. Du musst es für uns finden. So, der Seiteneingang ist wieder offen. Wo war denn der Seiteneingang? Ach, hier rechts, ne? Dann gehen wir mal durch. Oder auch nicht. Ich dachte, ich darf hier durch. Oh, ich muss mit dem Bohr wahrscheinlich erst reden. Ich wusste, dass dieser Fall noch nicht abgeschlossen ist. Suchen wir nach Hinweisen und finden wir heraus, wo das Relief steckt. Wenn ich einmal nicht weiter weiß, hilft mir frische Luft dabei, den Kopf frei zu bekommen. Ich dachte, ich darf hier jetzt durch. Das Fenster ist etwas zu hoch oben, da kommen wir so nicht heran. Aber mit einem Schimmel wäre es in Reichweite. Und wo bekomme ich... Oh. Oh, man darf wieder in den Raum da hinten? Juhu, jetzt kann ich die Mumien sehen. Okay. Wenn du dich auf diesen Schimmel stellst, kannst du das Fenster untersuchen. Schlaganfall. Oh. Wenn wir den Schimmel hier verwenden. Lass uns versuchen, das Fenster zu öffnen. Uiuiui. Es ist einfach nur hinterm Vorhang. Die Wand, an der sich das Relief befunden hat, dort steht doch etwas geschrieben. Und ja, aber... Kann ich das jetzt nicht... Oder muss ich das dafür machen? Damit ich den Vorhang wegmachen kann. Ja. Tada! Sieh mal einer an. Da wurde das Relief gar nicht wirklich gestohlen. Ihr habt meine ewige Dankbarkeit für alles, was ihr für das Museum getan habt. Ja, der Plan sollte doch narrensicher sein. Wir haben es geschafft. Beeindruckend, wie du diesen Fall gelöst hast. Du hast dich als Meisterdetektivin erwiesen. Und damit ist der Fall nun wirklich abgeschlossen. Ah, nur ein Kristall nicht bekommen. Supi. Oh, und wir haben die kleine Schleife auch nicht gefunden. Schade. Gut. Ein langer Part heute. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Level sind. Weil bis jetzt waren es ja immer nur 10 Minuten Parts. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part am Montag. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns bestimmt mal in einem Livestream. Kommt gern vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und ciao!